Ja, servus. Ja, worum geht's heute in meinem Video? Es geht hauptsächlich darum, wie ich mich equipmentmäßig auf eine Hochzeit, ein Shooting, auf irgendeinen Auftrag, wie auch immer, fototechnisch vorbereite. Ich weiß, es gibt da gefühlt tausende von Videos zu, wie packe ich meine Tasche ein und welche Tasche nutze ich, wie auch immer. Da habe ich das Rad auch nicht neu erfunden. Allerdings habe ich einfach gemerkt, dass man da zwar ziemlich viel Equipment mittlerweile angesammelt hat und so weiter, und ich jetzt in den letzten Monaten gemerkt habe, dass es doch ja auf gewisse Dinge immer wieder hinausläuft. Und manche Sachen, die ich eben nicht so benutze. Dass jemand teilt die Meinung, das sei mal dahingestellt, das ist meine persönliche Meinung, die muss ich nicht mit eurer decken. Fangen wir mal an. Also hier seht ihr schon neben mir den Koffer, mein Think Tank, super Koffer, den nehme ich immer mit. Ich gehe jetzt nicht auf alles Mögliche ein, was da noch drin ist. Ich habe natürlich hier ein paar Speicherkarten noch dabei. Für den Fall der Fälle, da kann ich ja im anderen Video was zu sagen. Akkus etc. Es geht mir eigentlich hauptsächlich jetzt mal darum, so die Kameras, die ich benutze und welche Objektive sich aus meiner Sicht mehr und mehr zum Thema Hochzeitsfotografie eignen. Ja, grundsätzlich, die Frage kommt ja auch schon mal auf, gerade bei Brautpaaren etc. Wie sieht es aus? Hast du dementsprechendes Equipment? Hast du eine Ersatzkamera etc. pp. Grundsätzlich ist es so, ich komme immer mit zwei Kameras, ich fotografiere auch mit zwei Kameras parallel. Und ja, kommen wir jetzt erstmal mal zu. Also, geht kaum raus. Kamera Body 1 ist auch eine 5D. Hier seht ihr gerade das 2470. 2.8, Version 1 noch, dann die zweite im Bunde, auch eine 5D, hier aber das ist jetzt Zufall, die aufgeschraubten Objektive, weil sie halt auch in der Kombination in den Rucksack noch nur reinpassen, mit dem Sigma 35 mm 1.4. Dann habe ich hier noch eine meiner ältesten Linsen, ein 70-200 2.8 L, Stärke 4. Ja, ich gebe noch keine Wertung ab. My favorite, aber dieses kleine, aber feine zählt auf jeden Fall dazu. Ich greife es jetzt mal vorweg. 85 mm 1.4. 8 von Canon, keine L-Linse. Ausnahmsweise keine L-Linse. So, dann haben wir noch, ja, ist vielleicht nicht das geläufigste, gerade in Hochzeitsfotografie nicht, weil viele da mit nicht starken Zoom-Objektiven teilweise arbeiten. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich hatte die Wahl zwischen, also bei einer langen Brennweite, die Wahl zwischen einem 70-200 2.8 oder dieser sehr, sehr alten Canon-Linse, dem 135 mm Blende 2. Ich habe mich hierfür entschieden, wie man sieht, weil eine Blende nochmal ein Unterschied, und dieses Teil ist einfach genial. Man kann es nicht anders sagen. Ja, was habe ich sonst noch? Ich habe noch ein Speedlight dabei. 280 X2, welches ich momentan ziemlich schone, muss ich sagen, weil ich habe das schon ein paar Jährchen. Ich habe mir dann ersatzweise als Ergänzung diese beiden Yongnuos gekauft. Aus meiner Sicht, bis auf, sage ich mal, ein paar haptische Unterschiede, fast leistungsgleich. Das ist der Yongnuo Speedlight YN 568 EX2. Wer es wissen möchte. Wie gesagt, gleiche Power. Wie gesagt, es ist
Man merkt schon ein bisschen den Unterschied, nur man darf nicht vergessen, das Ding kostet auch über 400 Euro. Das kostet so 130. Also da darf man auch einen Unterschied merken. Ja, ansonsten jede Menge Akkus habe ich dabei, so für meine Kameras, so 10, 12 Stück. Die entsprechend Streulichtblenden ist jetzt nicht so spannend. Was ich auch noch habe, ist auch von Yongnuo, das sind diese Funk-Blitzauslöser. Ja, ich schon mal benutze, um wirklich extern zu blitzen. Ich habe natürlich mehrere Blitzgeräte, kann ich die damit ansteuern. Wunderbar, das sind 4 Stück. Problemlos. Ja, kann ich auch nur empfehlen für den, der sich mit Blitz beschäftigt. Gehe ich jetzt gar nicht mehr technisch weiter drauf ein. Ja, dann habe ich immer noch meine Backup-Kamera Notreserve, die 7D. Die habe ich immer noch mal dabei. Fotografiere ich aber fast gar nicht mehr mit. Aber sie käme dann halt zum Einsatz, sollte gegebenenfalls irgendwas ausfallen. Dementsprechend seht ihr vielleicht hier noch ein Weitwinkelobjektiv. Wird man jetzt vielleicht meinen, boah, im Kontext mit diesem anderen Equipment schon echt ziemlich sparsam, so eine Plastiklinse. Das sind 10-18er. Lichtstärke ist, glaube ich, auch richtig, richtig mau. 4,5 bis 5,6. Allerdings, wie die wenigen Einsätze im Weitwinkel, reicht mir das völlig aus. Ein super guter Bildstabilisator. Und da ich eh nicht so der Weitwinkeltyp bin und gedacht habe, für mal ein paar Effekte, wäre es ganz cool, habe ich mir für diese, für den EFS-Anschluss der 7D gekauft. Kostenpunkt 230 Euro oder so, weil ganz ehrlich, das 1635 von Canon mit 1300 war mir einfach zu teuer dafür, dass ich es kaum benutzen würde. Also habe ich mir das geschenkt. Hier drunter schlummert auch noch ein Objektiv. What? Und zwar ist ein 50 mm. Ich bin damals für die 7D gekauft. So als Porträtlinse. Porträtlinse etc. So, also das hier mal grob zur Vorstellung der Objektive, die hier so rumschlummern. Ich habe ein Objektiv sogar noch gehabt, ein Makroobjektiv, ein Sigma 150 mm. Habe ich verkauft vor ein paar Monaten, weil ich habe es nicht mehr benutzt. Ja, jetzt zu der Kombination bei einer Hochzeit. Also es hat sich die letzten Male herausgestellt, ziemlich cool war oder ist für mich die Kombination beide Kameras parallel. Habe ich, habe da eben so einen Schultergurt, den kann ich euch im anderen Video mal zeigen. Den habe ich mir gekauft bei Amazon für gar nicht so viel Geld. Wo ich zwei Kameras komfortabel von beiden Seiten bedienen kann, mir nach vorne ziehen kann und die da sicher hängen. Ist eigentlich ganz cool. Ja, herausgestellt hat sich, dass ich mit der Kombination aus dem 35er und dem 85er auf der zweiten Kamera am besten fahre. Ich nehme alles mit. Ich habe die ganze Tasche voll, alles was ihr hier seht, und schlussendlich fotografiere ich mit zwei Kameras und mit dem 85er und hier eben mit dem 35er, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass das 35er gut, das ist schon ziemlicher Brocken, könnt es vielleicht jetzt mal hier so, ja, ist schwer im Video zu erkennen, aber es ist schon dicker Klumpen hier. Bei meiner letzten Hochzeit ungefähr ein Dreiviertel der Gesamtbilder gemacht habe. Hätte ich nicht gedacht und gedacht, naja, gut, bei Porträts etc. 85 länger Brennweite, wirkt immer so schön und so. Ja, aber da habe ich die meisten Bilder mitgemacht. Wunderbares Teil. Super gut. Ja, kostet jetzt auch von Canon, gibt es eine neue Version, gebe ich zu, mag vielleicht auch noch ein Ticken besser sein, kostet aber mal eben fast das Dreifache. So. Ja, ich gucke halt nach Preis-Leistung und für mich ist das preis-leistungsmäßig einfach grandios. Ja, 85er ist keine L-Linse. Da gilt auch das 1,2er als die Porträtlinse, wie auch immer. Sage ich ganz ehrlich, bei Blende 1,2 einen scharfen Punkt hinzubekommen, das halte ich für schwer. Ist bei 1,8 schon hardcore. Mir reicht die Lichtstärke völlig aus. Und ja, auch wieder eine Preis-Leistungs-Geschichte, weil mir das andere einfach zu teuer ist. Da bin ich ganz ehrlich. Also, wenn ihr Geld dafür habt, kauft euch das mit Sicherheit absolute Sahne. Hatte ich auch schon mal drauf. Ganz toll.
Kann man auch schön mit rumpollen, weil ist halt so ein Auge, ist natürlich toll, aber darum geht es nicht. Für mich zählt das Endergebnis. Und ich denke mal auch für die Leute, die mich buchen oder wo ich Fotos für mache, die interessiert, glaube ich, weniger der Filterdurchmesser als vielmehr das Bildergebnis. So ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Ja, alles andere, wie gesagt, das nutze ich hier nur noch seltenst, weil es mir von der Lichtstärke einfach nicht reicht. Am Anfang, wo ich fotografiert habe, noch ganz cool, habe ich es gebraucht, mal hier für Tiere im Zoo. Nutze ich hin und wieder schon mal, aber wirklich sehr, sehr selten. Das 50 mm überlege ich ernsthaft zu verkaufen, weil das liegt nur noch rum. Das ist halt irgendwie, komischerweise. Also bei mir ist entweder 35 oder 85 Phase so. Ich kann mit den 50 mm irgendwie nichts anfangen. Ich weiß auch nicht. Also an der Vollformat jetzt. Ja, hier die teuerste Linse, die ich mir jemals gekauft habe. Aber die teuerste Linse, die jetzt aktuell vom Wert her hier steht, das ist auch erschreckend. Ja, das 2470 wird fast kaum noch benutzt. Bin ich selbst privat unterwegs damit, ist es mir zu schwer. Ist es mir aufgrund dieses ausfahrenden Tubus auch zu empfindlich. Ich hatte da schon mal so Sand drin, das war nicht so toll. Im Urlaub etc. Für Hochzeiten okay, aber es ja irgendwie weiß ich nicht. Ich stehe eben auf diesen offenblendigen Look, auf dieses Bouquet und so weiter und das kriege ich eben mit einer Blende 1.4, 1.8, 2.0 eben am besten hin. Also schlussendlich final sind die beiden Kollegen hier in Kombination mit einer zweiten Kamera, beziehungsweise der hier, der 85er. Und das 135er wirklich, wenn wir Zeit haben für die Shootings oder für die Porträts und nicht weiter weggehen kann, sind die so meine Top 3 an Objektiven für eine Hochzeit und auch für ein normales Porträtshooting. Ja, ich weiß, ich habe die Welt jetzt nicht neu erfunden, aber vielleicht hattet ihr trotzdem ein bisschen Spaß an dem Video und ja, habt vielleicht auch ein paar Anregungen oder andere Meinung dazu, dann bitte gerne her damit. Ich lauche ja immer wieder in anderen Foren rein und gucke mir ein paar Sachen ab, wie andere es machen oder welche Equipments jetzt mittlerweile genutzt werden oder häufiger genutzt werden und welche Erfahrungen die Leute damit gemacht haben. Das aktuell meine Meinung. Kann sich natürlich auch noch bald wieder irgendwann ändern, aber es hat sich in den letzten ein, zwei Jahren so irgendwie so ein bisschen herauskristallisiert, die Kombination zu wählen. Sage ich mal. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an dem Video und hoffentlich bis bald.